Ja, ich mag es eigentlich ja ganz gern. Also ich versuche mich immer selber ein bisschen zu zügeln. Es gibt etwas, was so High-End-Disease genannt wird. Also, dass Leute irgendwann aufhören, Musik zu machen, weil sie halt irgendwie glauben, es fehlt halt in irgendeinem bestimmten Teil ein Quäntchen. Wenn man einmal so anfängt, dann ist man wirklich verloren. Also es gibt Leute, die 5 Jahre lang nichts produzieren, weil sie irgendwie ständig nachbessern müssen an ihrem Equipment. Also dann irgendwie passt der Kompressor irgendwie nicht so ganz und dann muss der wieder weg und dann kommt ein anderer. Und dann fällt man aber nach, der hat irgendwie doch vielleicht für diese spezielle Anwendung das Quäntchen mehr gepasst und für die irgendwie weniger, dann braucht man beide. Und das ist dann irgendwie so ein Fass ohne Boden. Und also natürlich hat irgendwie Technik einen Einfluss auf die Ergebnisse, aber es wird halt irgendwie überschätzt, wie wichtig irgendwelche Details sind oder nicht. Also letztlich hört man in so direkten AB-Vergleichen durchaus irgendwie feinste Unterschiede, aber wenn man eine Platte in der Hand hält, sind halt all diese AB-Vergleiche überhaupt nicht mehr abrufbar. Also ich kann irgendwie nicht hören, ob der Filter irgendwie eine Regellinie irgendwie tiefer oder höher irgendwie liegt, weil ich einfach das Vergleichsstück dazu nicht mehr habe. Oder ich kann irgendwie nicht mehr hören, wie jetzt der andere Kompressor darauf geklungen hätte. Also all diese Sachen sind irgendwie für den Hörer nicht mehr verfügbar und man unterschätzt, wie sehr die Wahrnehmung halt auch mit Gegebenheiten sich arrangiert. Also ich packe etwas auf eine Platte und in dem Moment, wo das jemand anders auf Platte kaufen kann, geht der schon davon aus, dass es so gewollt ist, wie es da drauf ist. Also es gibt gar nicht so die objektive Norm. Es muss halt irgendwie der Urei-Limiter irgendwie sein. Also vom Hörer her wird das überhaupt nicht gefordert. Also es sind halt immer nur so irgendwelche Producer, die sich gegenseitig beeindrucken wollen. Ich habe das und du hast es nicht und deshalb erkläre ich das jetzt zur Norm. Aber eigentlich funktioniert Musikproduktion so nicht. Hast du Oh ja. etwas? Also ich hab am Anfang und also so fast die ersten 10 Jahre, seit ich produziere, hatte ich vielleicht 4 Geräte. Und der einzige Synthesizer, den ich wirklich 6 oder 7 Jahre lang hatte, war die Waldorf Microwave 2. Ist ein Wavetable-Synthesizer mit digitalen Filtern. Also es ist eigentlich nichts, womit man wirklich so warme, subtraktive, analoge Synthese irgendwie hinkriegt. Oder also so bestimmte Sounds, die ich irgendwo gehört habe und da wollte ich irgendwie dem nahe kommen. Also in meinen frühen Tagen wollte ich irgendwie klingen wie, keine Ahnung, Masters at Work und Zweck und Jeff Mills oder sowas. Und das ist aber überhaupt nicht gegeben in den Geräten, die ich irgendwie hatte. Und man versucht halt trotzdem, wie hat er das denn gemacht? Und du kommst zu irgendwas, was so in die Richtung geht, aber je näher du rankommst, desto mehr fällt eigentlich der Unterschied auf. Ja klar, der hat halt keine Microwave benutzt. Aber plötzlich steht man mit was anderem da, wenn man die ganze Zeit probiert hat, irgendwo hinzukommen, man gelangt da nicht hin, aber dann entdeckt man ganz andere Dinge, speichert sich die vielleicht ab oder macht schon mal einen Track damit und sagt so, ja, der Track war jetzt nicht so, wie er sollte. Und aber Jahre später merke ich, dass halt Leute trotzdem diesen Track zu schätzen gewusst haben. Also ich habe noch so Platten aus meinen Frühtagen, wo halt immer noch eine Nachfrage da ist und dann macht man irgendwie eine Nachpressung und die ist dann auch irgendwie ausverkauft. Und dann merkt man sich so, okay, so schlecht war das vielleicht gar nicht. Also ich habe relativ von Anfang an so ein bisschen die Macke gehabt, dass ich nicht das wiederholen wollte, was andere Leute schon erreicht hatten. Also dadurch, dass ich so Sachen entdeckt habe, die für mich so gewisse Entwicklungshöhepunkte dargestellt haben. Also Jeff Mills war irgendwie ganz wichtig, definitiv, und ganz viele Drum-Bass-Leute. Also einfach wie Produktion von, also es gab so ein Johnny L-Album, Magnetic hieß das. Das finde ich immer noch ein Produktionsstandard hat, der irgendwie absurd ist. Also so einen guten Sound kriegt man kaum irgendwo geboten. Oder auch so Leute wie Matrix oder Atrocian Optical. Das ist ungefähr 1996, so Ja, etwas. so Ende 90er. Auch die Phonetic-Sachen klangen für mich unfassbar gut, klingen immer noch. Also die sind sehr gut gealtert, finde ich, alle. Und ich hatte einfach das Gefühl, also wenn ich versuche, was in diese Richtung zu machen, A, brauche ich Jahre, um dahin zu kommen, B, ist das gar nicht mehr nötig, weil es gibt es schon. Also es war von Anfang an eigentlich so eine Lage, eigentlich habe ich da nichts, was ich noch beitragen könnte. Also deshalb habe ich letztlich Haus gemacht, weil ich so naiverweise für mich das Gefühl hatte, das ist noch viel offener, einfach weil ich weniger kannte. Also ich kannte irgendwie bei Drum and Bass ziemlich alles, was irgendwie relevant war. Und bei Techno kannte ich vieles, was irgendwie wirklich gut war und immer noch gut ist. Und bei Haus hatte ich das Gefühl, das ist alles noch so ein bisschen verspielter und offener. Und da kann man eventuell, also damals war so meine Überlegung, ich
kann vielleicht so eine Drum-and-Bass-Produktionsästhetik auf House übertragen und bestimmte Sachen da herausarbeiten, die es da so noch nicht gibt. Und also dadurch waren halt ikonische Sounds bei mir selber eigentlich auf eine Art verschrien. Also ich wollte schon wissen, wie es geht, aber letztlich hatte ich überhaupt nicht die Idee, jetzt irgendwas zu veröffentlichen, was wie Jeff Mills klingt. Also oder wie Johnny L. klingt. Das wäre halt überhaupt kein Ziel gewesen. Und deshalb haben ikonische Sounds mich halt nur insofern interessiert, also so aus reiner Neugier. Und dann, wie mache ich genau das nicht? Also ich war auch, ohne das irgendwie wirklich reflektiert zu haben, es war für mich eine Selbstverständlichkeit, dass man keine Presets nutzt. Und es war auch relativ bald die Zeit, wo Matthew Herbert so sein Dogma veröffentlicht hat. Also es war schon ein Thema, dass irgendwelche Leute wohl Presets benutzen und das sind die Bösen und wir, die Guten, machen das nicht. Und ich habe da also gar nicht groß nachgedacht und es hat sich jetzt auch in meinem Setup nicht wirklich angeboten. Also ich habe hauptsächlich Sample-basiert gearbeitet, was eine ganz andere Form von vorgefertigtem Material ist. Aber auch da habe ich dann so ein Ethos entwickelt, also möglichst obskure Samples zu benutzen. Also ich habe ganz lange Zeit so Hi-Hats benutzt, die ich von einer bulgarischen Jazz-CD gesampelt habe. Also da konnte ich mir sicher sein, die hat niemand. Also das war dann auch so eine Herangehensweise. Ich sample halt jetzt nicht Miles Davis oder so, sondern halt wirklich Sachen, die irgendwie keine Sau irgendwie kennt und die dann auch nicht mehr im Kontext identifizierbar sind. Und auf der Synthese-Ebene, also die Presets von der Microwave, fand ich irgendwie völlig unattraktiv. Also da konnte ich so vom Sound her gar nichts mit anfangen. Also es war gar kein, das stand überhaupt nicht irgendwie zur Debatte, dass man die jemals verwendet. Während das Gerät hat zum Beispiel einen Randomize-Button, was halt auch irgendwie auf eine Art vorgefertigtes Material generiert, aber immerhin individuell ist. Also es hat wahnsinnig interessante Sounds erzeugt, wenn man bei der Microwave auf Randomize gedrückt hat. Und also darüber bin ich drauf gekommen, dass man das Ding als eine Art Drum Machine verwenden kann, weil dann sehr viele so geräuschhafte, kurze Sounds entstehen. Oder es entsteht so ein Kontinuum von Geräuschen, dann kann man irgendwie die Hüllkurve verkürzen und hat also eine Art Hi-Hat. Also das fand ich einen sehr interessanten Prozess. Und dann hat sich das plötzlich angeboten, dieses Gerät in einer Weise zu benutzen, wie es halt überhaupt nicht gedacht ist. Also als Drum Machine hat das, glaube ich, keiner vorgesehen gehabt. Und das fand ich dann irgendwie spannender. Typisches Modularsystemproblem von Leuten. Es gibt ja ohne Ende Leute, die Modularsysteme haben, aber diese Musik steht ja so ein bisschen im Verdacht, also die damit erzeugt wird, relativ gleich zu klingen. Es ist halt immer so ein bestimmtes Geblubber und Geknurpse und also man kommt dann irgendwie dazu, dass man irgendwie extrem verschiedenartige Einstellungen hat, die aber irgendwie so in eine Kategorie verfallen. Also sie sind nicht besonders ikonisch, um den Begriff irgendwie anzusetzen. Während eine 303 oder ein DX7 extrem ikonisch ist sofort, ja, weil es halt gar nicht diese Varianz zulässt. Also diese Varianz fällt halt auch in eine Wahrnehmungskategorie, wo man irgendwann sagt, spielt eigentlich keine Rolle. Also Kontingent ist, glaube ich, der philosophische Fachbegriff für Sachen, die austauschbar sind, ohne dass es irgendeine Bedeutungsänderung gibt. Und das ist ein Problem genauso auch von Field Recordings oder so selbst erstellten Samples auf der Basis von irgendwelchem Material, dass sie halt kontingent werden. Also es gibt ja Hunderttausende von Leuten, die rumrennen und Field Recordings machen und dann muss ich mir die Weide oder jene Weide anhören und die klingen eigentlich, ja, also klar höre ich einen Unterschied, aber der spielt für mich keine Rolle. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind halt irgendwann so Distinktionsmechanismen, wenn zu viele Leute einen Markt fluten. Also solange man nur 20 elektronische Musiker hat, die irgendeine Form von Karriere haben, behäkeln die sich nicht so sonderlich untereinander. Also dann kann jeder irgendwie seine Shows vor den Pyramiden spielen und das stört nicht. Also der eine tritt dann vor den Pyramiden auf und der andere irgendwie in Athen vor dem Parthenon oder sowas. Sobald aber ein Markt geflutet wird, setzt halt irgendwie so ein Denken ein, also dass halt irgendwie andere einem die Positionen streitig machen. Und ich glaube, das ist halt dieser typische Demokratisierungsprozess. Also in den 90ern war es dann tatsächlich halt irgendwie möglich, mit sehr, sehr überschaubarem Equipment relativ komplexe Produktionen zu fahren. Also davor war das ja noch beschränkt, man konnte vielleicht mit wenig Equipment so einen Techno-Track machen, aber so einen komplexeren Track, also wo dann Leute Anspruch hatten,
Das war doch immer, also da gab es eine gewisse finanzielle Barriere. Also weil es nicht jeder sich so eine komplette Ausstattung mit Mikrofon und Kabine und bla zusammenstellen konnte. Also es gab dann so eine Edelhaus-Produktion mit Streichersektionen und irgendwelchen akustischen Instrumenten und so anspruchsvollen Divas, die da gesungen haben. Und da gab es auch eine alternativere Fassung davon, wo halt Leute immer noch ihren Gesang irgendwie aufgenommen haben oder irgendwas. Und dann plötzlich kommen halt irgendwelche Leute und nutzen halt eine Preset-Streichersektion, die jetzt gar nicht mehr so komplett artifiziell klingt. Also die dann irgendwie sich schon so ein bisschen annähert. Und derjenige, der den wirklichen Aufwand betreibt, merkt, am Markt wird es gar nicht so als verschieden wahrgenommen. Also es wird irgendwie akzeptiert als ein Ersatz, wenn jemand das halt auf ganz billige Weise erzeugt, für etwas, was irgendwie sehr aufwendig erzeugt ist. Und da setzt irgendwie Panik ein. Und dann muss halt irgendwie eine Ideologie gefunden werden, mit der halt dieser andere Ansatz diskreditiert werden kann. Und ich glaube, das ist es, wo dann irgendwie gesagt wurde, Presets sind ganz pfui. Aber es hat, glaube ich, auch einen anderen Aspekt. Also der eigentliche Kritikpunkt an Presets ist ja, dass sie nicht 100% das erreichen, was man sonst in individueller Formung erreicht. Also die Presets-Streichersektion, also selbst mittlerweile heutzutage, wir haben ja diese wirklich komplexen VST-Orchesterbibliotheken. Also es gibt ja wirklich Leute, die damit komplette Partituren nachbauen und viele Laien erkennen das gar nicht. Also sie denken, da spielt ein Orchester. Und also der Vorwurf ist ja, dass halt immer noch ein Orchester was anderes tut als diese Preset-Bibliothek. Also das mit einer gewissen kulturellen Kenntnis kann man das ja immer noch auseinanderhalten. Das funktioniert auch tatsächlich. Und dann ist der Vorwurf, dass das Preset halt nicht zu 100% das Ergebnis bringt, was eigentlich erstrebenswert wäre. Also das Presets sind halt immer starr. Ne? Sie bieten eine Regelung an, die halt auf alles irgendwie passen muss. Also ein Compressor-Preset muss halt irgendwie auf jede Form von Schlagzeug passen. Jetzt wissen wir natürlich, dass wenn wir irgendwie ein Mikrofon verschieben am Drumset, müssen wir eigentlich auch die Kompressoreinstellung ändern. Oder wenn wir irgendwie ein bestimmtes Feeling haben wollen, müssen wir auch die Kompressoreinstellung ändern. Es gibt nicht die eine Kompressoreinstellung, die auf alles passt. Also ein Preset erledigt nicht ein Thema für alle Zeiten. So, jetzt ist perfekt und dann müssen wir es nicht wieder einstellen. Also das ist der Vorwurf, dass Leute, die Presets irgendwie nutzen, sich halt selber auch was vorgaukeln und ihrem Publikum was vorgaukeln. Also dass es irgendwie so halbwegs wirkt, als wäre es X, aber in Wirklichkeit ist es halt nicht dasselbe. Also ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Avicii, wie der programmiert und der scrollt halt, also wirklich in einer Doku, wo er weiß, dass er gefilmt wird, scrollt er durch Presets und sagt so, ja, ich suche jetzt so einen Sound, ja, nein, nein, ah ja, hier. Und also so super schnell, also dass er wirklich demonstrativ vorführt, also dass er jetzt gar nicht groß abwägt, ob der Sound jetzt irgendwie das ist und dann wird nochmal angepasst, also dieses ganze Auktoriale geht ihm halt komplett ab. Und also die Überlegung ist irgendwie, hat der dann dadurch eine objektivere Bewertung dessen, was er macht? Also kann er besser einschätzen, wie das beim Hörer ankommt, als jemand, der dann wochenlang an irgendwas rumschraubt. Also ich glaube, man kennt es immer, es gibt immer so diese Schriftsteller, die 30 Jahre an irgendeinem großen Werk arbeiten. Ich glaube, das dann erscheint. Also es gibt keinen Bestseller, glaube ich, der jemals auf diesem Prinzip gefußt hat. Also wenn man irgendwie Erfolg am Markt haben will, ist es, glaube ich, kein gutes Rezept, sich halt extrem in Details zu vertiefen, weil irgendwann erreicht man den Punkt, wo es keiner mehr nachvollziehen kann. Also normalerweise sitze ich mindestens 2 Wochen an einem Track, was also mich einfach wirklich Zeit kostet, das alles zusammenzubringen und auch die Konzentration dann nicht immer ewig anhält. Und wenn man das alles eliminiert und nur noch diese Presets auf irgendwas wirft und dann schnell zueinander gruppiert, also da kann man teilweise unterhalb von Echtzeit arbeiten. Also ich habe Tracks auf dem Album, der in Produktion weniger gedauert hat, als der Track dauert. Also einfach dadurch, dass der Loop basiert ist und dieser Loop kopiert wird. Also ich finde irgendwie einen Loop und dann weiß ich, okay, den kann ich jetzt irgendwie 16 Mal wiederholen. Und in Wirklichkeit, also auf der Platte dauert das Stück 5 Minuten, es hat vielleicht 2,5 Minuten gedauert, das zu programmieren. Also sie sind insofern eine sinnvolle Limitierung, dass sie halt Illusionen zerstören über Individualisierung, wenn man sich genau das Gleiche selber erzeugt. Also wenn mir ein Preset was liefert, wo ich irgendwie vorher wochenlang mir eingebildet habe, ich mache was total Eigenes, also allein weil ich Aufwand betreibe. Das ist ja immer so eine Illusion. Ich treibe Aufwand, also individualisiere ich mich. Aber das weiß der Hörer ja nicht. Also der Hörer
kann es gar nicht nachvollziehen, ob man Aufwand betrieben hat oder nicht. Und deshalb ist es dem Hörer auch egal. Also selbst wenn ich den Aufwand nachweise, macht das das noch nicht für irgendein Publikum attraktiv. Also es hat ja nichts damit zu schaffen. Warum sollte mein Aufwand relevant sein? Und Presets, sobald ich merke, dass ich mit Presets das Gleiche erreiche, gebe ich mich dieser Illusion nicht mehr hin. Und dann muss ich mir überlegen, was ist eigentlich strukturell wirklich nochmal sinnvoll? Also da komme ich auch aus diesem Sounddesign-Paradigma raus. Also ich kann den ganzen langen Tag Sounddesign betreiben, aber wenn ich das in so ein Raster stecke und immer den gleichen Beat damit erzeuge, ist das ja auch sinnlos. Also ich kann es genau umgekehrt machen. Ich kann sagen, ich verzichte komplett auf Sounddesign und mache mir Gedanken über die Struktur. Also weil es einfach weniger Leute tun, habe ich da mehr Individualisierungspotenzial als im Sounddesign. Also allein diese Masse an Sachen, die es gibt, die keiner mehr überblicken kann, vereiteln eigentlich dieses Originalitätsbestreben im Sounddesign. Ich muss also ganz woanders hin. Ich muss wirklich statistische Erwägungen anstellen, wenn ich originell sein will. Und ich muss immer noch originell sein, weil sonst ist keine Aufmerksamkeit da für das, was ich mache. Wenn ich das mache, was austauschbar ist mit einem anderen, ist es wertlos. Punkt. Es ist vielleicht für mich persönlich wertvoll, IKEA-Effekt. Ich habe es zusammengesetzt, ich kann das irgendwie lieb haben. Aber also das ist dann wie halt das Bemalen von Gartenzwergen oder so. Es ist halt eine Beschäftigung, irgendwie dann, die gibt mir ein Ergebnis und das kann ich dann irgendwie schätzen, dass ich mich da nicht vermalt habe oder so. Aber für jeden Außenstehenden ist es völlig belanglos. Und das ist, wo Sounddesign für Musiker hingeht. Also da ist halt eher so der Sounddesigner, also der Professionelle, wie Mike Daliot, der ist halt in einer ganz anderen Lage, dass so ein Sounddesigner, der halt 2 Jahre lang rumwerkeln kann, in einer unfassbaren Tiefe, die halt kein Musiker, kein Laie überhaupt an Zeit und Kenntnis irgendwie mitbringen kann, ist halt plötzlich in der Situation wirklich durch Limitierungen, die halt in diesen virtuellen Instrumenten drinstecken. Darüber können halt nochmal auf einer Sounddesign-Ebene wirklich neue Entwicklungen losgetreten werden, Stichwort EDM. Es gibt halt Sachen, die neu sind und sofort irgendwie verstanden werden, weil sie irgendwie so sinnvoll sind als Verbindung. Also dieses Techno-Raster-Vierviertel-Ding war halt irgendwie neu in seiner Präzision. Beispiel 303 nochmal. Da ist halt eine bestimmte Programmierung im rhythmischen Raster gekoppelt mit einer sehr spezifischen Übergangslösung zwischen den einzelnen Tönen und mit einer spezifischen Reaktionsweise des Filters. Das ist eine Verbindung, die halt wahnsinnig eingängig war, die auch technisch vorher in jedem einzelnen Punkt eigentlich bekannt war. Aber erst diese Verbindung und die Stabilität dieser Verbindung hat halt diesen durchschlagenden Effekt, klar, das ist eine 303-Asset, völlig eindeutig, hervorgebracht. Und man kann das, glaube ich, gewissermaßen künstlich erzeugen, wie eine 303 ja auch nicht vom Baum gefallen ist. Also die ist ja auch künstlich engineert worden, so, obwohl das gar nicht beabsichtigt war, aber diese spezifische Verbindung ist artifiziell hergestellt. Und das kann man auch machen, wenn man nicht Hersteller von Musikinstrumenten ist. Man kann sich einfach sagen, ich koppel bestimmte Sachen und schränke mein Vokabular von Anfang an ein. Also man braucht diese Disziplin, sich zu sagen, ich benutze keine 5000 Plugins. Ich benutze nur 3 Plugins. Und auf eine bestimmte Art und Weise zwinge ich mich, immer das Gleiche mit denen in einem bestimmten Zusammenhang zu machen.